Jeder Buchsbaum gibt natürlich was anderes her. Von der Aststruktur ist kein Buchsbaum gleich dem anderen. Von daher muss man sich so ein bisschen auf die Pflanze einlassen und gucken, was überhaupt machbar ist. Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir einen Buchsbaum, und zwar diesen Kandidaten. Den habe ich vor 3 Jahren etwa aus einem Garten rausgerissen, auf gut Deutsch gesagt. Er sollte weg und hatte auch kaum Wurzeln gehabt. Und daher habe ich den erstmal in den Topf gepflanzt. Und mittlerweile hat er sich etabliert und ist auch wieder einigermaßen grün geworden. Wobei er nicht ganz so grün ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber das lag an dem Farn, der da drin war. Und den habe ich euch im letzten Film vorgestellt. Und nun gibt es aber erstmal so ein paar Sachen zu beachten, die wir jetzt im Prinzip erstmal angehen. Und dazu zeige ich euch mal was. Ja, das ist der Farn. What's that? Eine Raupe. Ist der Farn, gleich war er der Farn. Und wie man sieht, hat er sich also rundherum etabliert in dem Topf, in dem, an der Seite, in dem Buchsbaum. Und hat natürlich dem Buchsbaum eine Menge Kraft geraubt, beziehungsweise Nährstoffe. Und der wurde auch gedüngt ordentlich und alles. Und ja, das Grün ist jetzt nicht so der Hit, aber jetzt müssen wir den Farn erstmal entfernen, damit das es dem Buchsbaum besser geht. Dann werden wir jetzt mal den Farn entfernen. Das wird sicherlich nicht ganz so einfach werden. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Schon mächtig, was so ein Farn in 3 Jahren an Zuwachs hat. Wobei das anfangs gar nicht so wild aussah. Ich dachte mir, okay, lass noch mal wachsen. Aber wie man sieht, mittlerweile ist das für den Buchsbaum nicht mehr so gut, weil er jetzt direkt hier im Topf drin sitzt und natürlich den Buchsbaum alles an Nährstoffen klaut. Den Farn haben wir jetzt entfernt und das war auch ganz gut so, denn wie gesagt, der hat der Pflanze wirklich schon enorm viel Kraft geraubt. Wobei das in der Natur nicht gegeben ist, da die Buchsbäume dann auch tief wurzeln können. Aber in einem Topf ist das dann nicht so angebracht. So, jetzt geht's weiter. Und zwar haben wir hier jetzt sehr, sehr viele Äste. Und das hat den Grund, weil damals, als ich ihn herausgenommen habe aus dem Boden und in den Topf gepflanzt habe, habe ich nur sämtliche Seitentriebe, also kleinen Triebe, entfernt und eingekürzt und die Aststruktur im Prinzip komplett erhalten. Und ja, da müssen wir jetzt ans Werk gehen und aussortieren, was wir davon gebrauchen können oder ja, im Prinzip behalten möchten und den weiteren Aufbau damit dann vollziehen. Das wird allerdings jetzt nicht ganz so einfach im Film zu zeigen, weil die Klamotte auch ziemlich groß ist, aber wir werden es versuchen. Wir werden jetzt im unteren Bereich sämtliche dünneren Äste entfernen, damit man später eine schöne Einsicht in den ganzen Baum hat, damit man die Hauptäste erkennt, denn ansonsten hat das Ganze überhaupt keinen Sinn. Von daher befreien wir jetzt erstmal unten den Baum von dem ganzen Kleinkram. Wir haben jetzt den unteren Bereich freigelegt und haben hier eine Einsicht und das gleiche machen wir jetzt nach oben hin auch und werden bei der Gelegenheit alle Äste entfernen, die zu dicht beieinander sind oder ja, die halt im Wege sind auch. Und insgesamt wird der ganze Kehr etwas kompakter werden, also die Äste sollen nicht so weit auseinander gehen, sondern dichter am Stamm liegen, an den Hauptstämmen, und von daher wird die Geschichte gleich etwas anders aussehen. Ja, und das zeige ich euch jetzt mal im Zeitraffer. Dann legen wir mal los. Jeder Buchsbaum gibt natürlich was anderes her, weil die Aststruktur von innen bei jedem Buchsbaum anders ist. Von daher muss man sich so ein bisschen auf die Pflanze auch einstellen und gucken, was überhaupt machbar ist. Auf jeden Fall alles, was nach innen wächst, herausnehmen und die Hauptäste etwas befreien, damit man in die Pflanze auch hineingucken kann und das Ganze später wesentlich interessanter wird. Cut. Das war jetzt der erste Schritt, den wir durchgeführt haben für diesen Bonsai bzw. Gartenbonsai, Formgehölz, wie man es auch nennen mag. Wir haben die Äste reduziert, ausgedünnt und das Ganze ein bisschen kompakter gemacht und können jetzt mit den nächsten Jahren die Etagen aufbauen, hier und da nochmal einen Ast entfernen oder auch ranwachsen lassen, je nachdem. Auf jeden Fall ist die Grundgestaltung jetzt fertig und ja, nun darf er wachsen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Eindruck vermitteln, wie man sich einen Gartenbonsai aus Buchsbaum selber
herstellen bzw. heranziehen kann. Und das gleiche können wir natürlich auch mit solchen kleineren Pflanzen, also Buchsbäumen, machen. Das geht also auch. Das ist also durchaus eine ganz interessante Sache, und den kleinen auch besser zu transportieren. Naja, wie gesagt, so ein großer Bonsai ist natürlich auch ganz schön, und naja, mal gucken, wie er sich in den nächsten Jahren entwickelt. Es wird auf jeden Fall 5 Jahre dauern, wenigstens bis die Etagen einigermaßen ausgebaut sind. Aber ich werde den Kandidaten immer wieder mal in einem Film zeigen, damit ihr fortlaufend sehen könnt, wie sich dieser Baum denn dann entwickelt. Ja, und wie gesagt, immer fleißig düngen in der Wachstumsperiode, ganz, ganz wichtig, einmal die Woche, damit die Kandidaten auch ordentlich wachsen können und Kraft tanken können. Denn in einem Topf haben sie natürlich nicht die Möglichkeit, sich so viel Nährstoffe zu holen wie in der Erde. Von daher müssen wir sie mit Nährstoffen regelmäßig versorgen. Ganz, ganz wichtig. Jetzt im Winter natürlich nicht mehr. Da tritt die Ruhephase auch bei den Buchsbäumen ein, und dann ist erstmal Ruhe. Und nächstes Jahr geht es dann weiter. Tja, ich hoffe, euch hat der Film gefallen, und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ciao. Heute habe ich die Lonizera noch mal kontrolliert, um zu gucken, ob das denn nur die einzige Raupe war. Aber das war es nicht. Wir haben hier noch eine, da haben wir noch eine, da haben wir auch noch eine. Und die sind wirklich so schwer zu erkennen auf dem Holz hier, dass man also wirklich suchen muss, um dort irgendwas zu erkennen. Voll, jetzt ist er weg.